Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von den Sims 4 mit Zeit für Freunde, mit unserer Candy, die hier im Zitronenbusch steht, mit der Tanja und der Yuki, die beide gerade auf Arbeit bzw. in der Schule sind. Ja, Candy. Ich weiß nicht, Candy war hier gerade noch im Garten und hat hier den Garten quasi gemacht. Jetzt ist sie fertig und würde jetzt Blickblock spielen wollen, aber ich sag erstmal zu ihr, nee, hier, geh mal wie ein Champion pieseln. Und nicht das hier jetzt. Wir haben mit ihr, ja, all das hier gemacht. Sie ist jetzt übrigens C-Promi, das habt ihr, glaube ich, noch mitbekommen. Jo, Level 3 quasi. Und wir bräuchten irgendjemanden zum Rumalbern. Zum Rumalbern. Na dann würde ich mal fast sagen, ich lade heute mal ein paar Leute ein, hier ein bisschen abzuhängen. Und wen könnte ich denn hier einladen? Oder wartet mal, soll ich mal mit ihr wieder die Spin Master Versammlung starten? Jo, dann gehen wir doch mal zu den Spin Masters. Wir wollen mal ein bisschen, das ist ja so ein bisschen das Add-on, Zeit für Freunde. Dann wollen wir mal die Gruppen mal ein bisschen kennenlernen. Oh, achso, ja genau, das ist ja Diskothek Pan-Europa. Also, mit John Quinn, mit dem kenne ich mich ja schon ganz gut aus. Und ich quatsche noch ein bisschen hier mit dem Dominik über Gruppe, die Spin Masters reden. Genau, so, und dann gehen wir mal rein. Wir können zum einen hier... Das gab doch auch nochmal einen, zwei da unten, genau. Komm schon. Musikgenre spielen. Chill out. Ich bin Leiter der Gruppe, die Spin Masters. Ich finde das großartig. Ja. Sehr schön. Was macht unsere Gruppe nochmal aus? Dass wir tanzen und DJ-Pult bewerten. Ich kann natürlich jetzt hier, glaube ich, nicht viel machen, oder? Nee, das kann immer nur der Gruppenleiter. Und dazu müsste ich ihn quasi spielen. Ja, es ist ja momentan Entertainer. Und okay. Ah, er ist auch verheiratet mit der Moira. Okay. Hier, das könnte ich im Grunde machen. Sozialboni. Lustigkeitsfreundlichkeits- oder Schelmbonus. Was genau das so alles bedeutet, weiß ich gar nicht. Wir könnten noch fotografieren oder Sozialboost. Hey, das können wir einfach mal nehmen, den Sozialboost. Ja, genau. Und Truckermütze, keine Ahnung, was jetzt damit... Och, das ist jetzt wurscht. So. Genau, wo ist jetzt Candy? Genau, Candy geht jetzt einmal... eine Etage tiefer, um selber jetzt ein bisschen DJ zu spielen. Wir haben natürlich morgens, ja, wir gehen immer morgens in die Diskothek, weil sie nachts einfach arbeitet. So, ich hoffe jetzt mal, dass der Rest jetzt mal kommt. Hype spüren. Ziehe unaufmerksame Sims in deinen Bann und bringe die Menge zum Toben. Tja, wenn eine Menge da wäre. Aber es, ich finde es... Ja, guck doch mal. Ich finde es schon ganz cool. Hopp, komm, Dominik. Weiter, los. Ich finde es so an und für sich schon mal cool, dass wir hier zwei Etagen haben. Ey, da kommt... Da ist noch einer. Dass wir hier zwei Etagen haben, die, wo wir hier die Diskothek quasi haben. Und guck mal, da kommen ja auch schon ein paar. Das ist doch cool. So. Ich mache jetzt mal so absichtlich DJ-Mix, weil sie da tanzen, haben wir ja schon. Oh, das war spektakulär. Jo, einige Sims sind der Ansicht, dass Candy einen tollen Job gemacht hat. Ihnen hat die Musik so gut gefallen, dass sie ein Trinkgeld gegeben haben. Candy hat 24 Simoleons Trinkgeld erhalten, weil sie so gut aufgelegt hat. Okay, super. Da das grün ist, muss das ja irgendwie bei den Belohnungsdingern da jetzt anscheinend mit dabei sein. Was ich aber noch sagen wollte...
Tanzen haben wir ja voll die... Gibt es ja nur 5 Level. Und deswegen mache ich das jetzt hier mit ihr. Ich fände es nur mal cool, wenn noch ein paar mehr hier irgendwie tanzen würden. Okay, John Quinn. Los. Tanzwettbewerb. Nee, das finde ich jetzt doof. Oh, oh, John Quinn. Voll auf die Fresse. Los. So, ich würde jetzt gerne bis zum Level 7, wenn es geht, hier DJ, den DJ machen. Steuerung. Okay. Oh, ich habe nochmal Trinkgeld bekommen. 36 nochmal dazu. Cool. So, komm schon, jetzt haben wir es doch gleich. Na los, na also. Und jetzt zusammen tanzen. Klappt das? Ah, komm jetzt. Personal einstellen. So. Neues Musikgenre können wir spielen. An einigen DJ-Pulten sind nun die Verbesserungen Plasma-Anzeige installieren mit Partikelgenerator aufrüsten verfügbar. Also peppe deine Performance weiter auf. Nach dem Upgrade kannst du zudem verschiedene Partikel über die Steuerung ausschalten. Okay. Tanzwettbewerb, mit, machen wir mal mit Paolo Rocca. Keine Ahnung, wer das... Shit. John Quinn. Wo geht Candy jetzt hin? Nach oben. Ah, hier ist irgendjemand, der... Genau, cool, okay. So, wir machen mal mit... Tanzwettbewerb mit dem Typen da, glaube ich, ist es, oder? Oder? Okay, das war's jetzt irgendwie, keine Ahnung. So, zusammen tanzen? Komm mal hier, Candy. Ach, was macht sie denn jetzt? Okay. Sie läuft irgendwie runter und rauf und runter und rauf. Ich weiß auch nicht, wo der Typ ist, den wir eingestellt haben. Keine Ahnung. So, jetzt aber. Kommt, fühlt den Speed. Tanz in der Runde. Zurücklehnen. Was auch immer das hier ist. Tag, Tag. Tag, Tag. Fühlt den Speed, fühlt den Crew. Hier könnten wir das sogar verbessern, ja. Okay, den Tanzwettbewerb, den mache ich mal weg. Und dann würde ich gerne mal hier das andere dann jetzt mal machen. Das Zurücklehnen, ich weiß nicht. Ah, das ist Zurücklehnen. Okay. Und einmal den Schritt für Schritt. In einer Stunde müssen wir zur Arbeit. Na super. Ich glaube, er muss gleich auf die Toilette, deswegen würde das hier irgendwie ein bisschen doof sein, aber okay. Guck mal, der tanzt doch auch schon cool. Freundlich vorstellen. Der kann das doch auch ganz gut. Der ist ein Party People. Oh, Party People wäre ja auch ganz cool. Kann ich denjenigen... Du bist nicht berechtigt, Sims zu dieser Gruppe hinzuzufügen. Ne? Das ist doof. Was mache ich hier? Schritt für Schritt. Okay. Zurücklehnen, tanzen in der Runde. Wie auch immer. Upsala. Schritt für Schritt ist wirklich einfach nur rechts, links, oder was? Oh, ich wollte jetzt mich... Habe ich mich ihm jetzt vorgestellt? Ja, habe ich. Oh,
Oh, Moment, stopp. Tanja ist befördert worden. Zuschmiererin von Wasserfarben. Yay, 3 Euro mehr. Simoleon, sorry, pro Stunde. 510 hat sie als Bonus bekommen und die Staffelei leicht wieder Wind. Gemälde kritisch beurteilen. Okay, das kann sie auch noch. Das ist eine Aktion. Gemälde kritisch beurteilen. So. Das weiß ich jetzt nicht so genau, was das war. Aber wir sollten, glaube ich, auch mal lieber zur Arbeit gehen. Deswegen. So, dann mal los. Tschüss. Ciao. So. Ach, guck mal, da draußen steht er. Dich haben wir eigentlich eingestellt, mein Lieber. Hattest keinen Bock reinzukommen, oder was? So, sie geht zur Arbeit und wir, denke ich, oder hoffe ich, gehen mal. Ja, quasi zu ihr oder so. Keine Ahnung. Kontrolle auf Tanja umschalten. Das mache ich jetzt somit auch einfach mal. Candy geht ja auf Arbeit. Und wir schauen einfach mal, was hier noch am Abend bei Tanja und Yuki los ist. Yuki ist ja auch relativ gut in der Schule. Und unsere Tanja, die hat ja auch hier irgendwie was jetzt bekommen gehabt, ne? Ich gucke jetzt mal gerade rein. Ah, cool, guck mal. Staffelei, leicht wie der Wind. Das ist, eine hübsche Staffelei, die wir vielleicht auch irgendwie hier mit reinstellen könnten. Oder will ich die mit nach draußen stellen? Keine Ahnung, ich stelle die jetzt gerade erstmal nach draußen. Und dann verkaufen wir das erstmal. Guckt mal, kritisch beurteilen. Das können wir jetzt. Und dann Leinwand. So, komm mal mit runter. Komm schon. Wo ist sie denn? Da ist sie. Lukas, Munich. Nee, wir wollen jetzt. Ob ich zu ihm rüberkommen und abhängen möchte. Mit ihm. Landhaus Kronberg. Nee, jetzt gerade mal nicht. Ich bin ja gerade zu Hause angekommen. Übrigens, ihr Outfit, das hat sich jetzt auch anscheinend verändert. Das müsste das Arbeitsoutfit sein. So, und was sagst du uns jetzt? Kritisch beurteilen. Boah, und danach verkaufen wir es an den Sammler. Wie ist es eigentlich? Es ist ein gutes, okay. Komm schon. Oh! Okay. Mein Boss ruft an, soll ich drangehen? Ja, meinetwegen, geh mal ran. Aber du müsstest eigentlich... Komm zu spät zur Arbeit. Okay, du müsstest zumindest auf dem Weg zur Arbeit sein. So, das Teil verkaufe ich dann für 280. Und das Teil, das wäre 732. Cool. Jo, da... Würde ich mal sagen, wahrscheinlich müssen wir sowieso genau Gemälde anfertigen. Wir nehmen ein Pop-Art-Gemälde, ein großes heute mal. Weil wir haben ja noch einiges zu tun. Yuki, wie geht es dir, meine Liebe? Jo. Was machst du? Oh, machst du die sauber? Ja, du machst immer die sauber. Da habe ich mir vorhin schon gedacht, dass sie ziemlich dreckig aussieht. So, bei dir würde ich mal einfach mal sagen, einladen auf aktuellem Grundstück, dass wir die Luna mal zu uns hier einladen. Den Hugo nicht weiter, oder? Nee, den Hugo, den nicht. Wir laden die Luna ein, mal hier abzuhängen und das kannst du nochmal ganz fix säubern einfach. So. Ja, sie wird gleich da sein. Cool. So, okay. Na dann, ich spule mal gerade kurz vor. So, okay. Moment. Ein von Herzen kommendes Kompliment. Komm doch schon mal rein. Oh, guck mal, das ist ein ähnliches, was wir schon mal hatten. Es wird nur jetzt in groß gemalt. Nun komm schon rein. Okay, okay. So, so. Ciao, ciao.
So, ja, Witz machen, dann über neuestes Spiel, dann eine fesselnde Geschichte erzählen mit mir noch, über Logikrätsel. Oh, okay, wir können auch spielen mit Luna. Könnten wir auch mit Videospiel können beeindrucken. Das ist doch auch nicht schlecht. Und ein Kompliment übers Aussehen machen. Mal gucken, ob das schon gut ankommt. Ich weiß es nicht. Lustige. Oh, sie ist gerade gelangweilt. Ach du Schande, langweiliges Gespräch. Dann sprech mal gerade über ganz was anderes. Charisma-Fähigkeit 2. Mhm. Lustige Aktivitäten vorschlagen. Kompliment über Aussehen. Mach doch mal ein Kompliment. Und flirten. Irgendwie kommt das jetzt gerade nicht so gut an. Shit. Und sich selbstironisch scherzen. Ich bin auch noch sozial unbeholfen, weil ich eine Einzelgängerin bin. Über Logikrätsel. Okay. Kennenlernen. Ach, Yuki, du hast es nicht so einfach mit den Leuten, ja. So, sie gehört zu den Idolen. Sie ist kindisch, okay. Ich auch meine Unsicherheit mitteilen, tiefgründige Unterhaltung über Spielstrategie und so weiter, nach Karrierefragen, Outfit zeigen. Okay. So, Tanja ist ins Bett gegangen. Okay. Das sieht irgendwie cool aus, das Bild, muss ich gestehen. Für 300, wow. Irgendwie sieht es cool aus. Ich muss da gerade mal ein Bild machen. So. Jo, das sieht nicht schlecht aus. Ich mache mal gerade nochmal hier für mich so ein anderes Bild. Oberschülerin bei Buckingham Oberstufe. Ja, das hätte ich mir fast denken können. So, können wir hier draußen? Nee, alles eigentlich düngen vielleicht, aber okay. Oh, das ist erst 25% erledigt. Oh Gott, Tanja, du musst nochmal aufstehen. Es tut mir echt leid. An Kunstgalerie verkaufen. Das eine Bild hat uns 25% gebracht. Das ist nicht gerade viel, oder? Ein selbstsicheres Gemälde. Dann mach mal weiter. Angeln wollte ich mit ihr natürlich auch noch. Fische mit Köder fangen, sexusartige Fänge machen, Level 6 Angelfähigkeit. Okay. Es passt alles nicht so zu ihrer momentanen Karriere, muss ich gestehen, aber okay. Was ist das? Sieht aus wie ein Pferd, oder? Schauen wir mal, werden mal gucken, was es wird. So, meine liebe Yuki. So. Mal gucken, wie weit hast du dich jetzt mit ihr schon befreundet? Es geht eigentlich, ne? Sie ist kindisch. Können wir nochmal dich irgendwie kennenlernen? Das würde mich ja immer so am meisten interessieren. Fotos teilen. Nachtechtelmächen fangen. Das ist wahrscheinlich wieder doof. Muskeln zeigen. Von neuer Show schwärmen. Aktionen. So, Runde hinzufügen? Was ist das genau? Okay. Oh, ich mache hier, glaube ich, irgendwas, was ich selbst gar nicht mitgekriegt habe. Also, dass ich es tue. Gruppe ansehen. So, wann kommt unsere Candy eigentlich nach Hause?
Fehlt bei der Arbeit. Kenny! Ich dachte, sie ist auf die Arbeit gegangen. Verdammt! Wo bist du? Nee, das will ich nicht. Wo... Aber... Candy. Ist die ganze Zeit hier gewesen, sag mal? Ich dachte, du gehst auf die Arbeit. Ich habe dich vielleicht zur Arbeit geschickt, Candy. Das geht jetzt gar nicht. Wir hätten eine Lohnerhöhung doch erwartet. Mann, Mann, Mann. Na gut, dann schicke ich dich jetzt zumindest mal zum Schlafen. Oh, Tanja muss hier oben anscheinend ein bisschen spielen. Du könntest aber eigentlich lieber baden. Und sind wir damit schon wieder fertig? Ja. Wenn es auch sehr interessant und komisch aussieht, ist es kein Pferd geworden. Können wir das auch an eine Kunstgalerie verkaufen? Und das haben wir bis zu 75%. Okay. So, ich versuch's nochmal mit dem Flirten. Sie muss mal gleich aufs Klo. Nicht in den Busch. Nein. Hier sind übrigens wechselhafte Gefühle. Also das ist schon krass. Oh, irgendwie hat sie da jetzt, oder? Gestehen, verknallt zu sein. So, gestehe ich ihr mal. Auch wenn ich mich sowieso sehr unwohl fühle, weil ich dringend auf Toilette muss. Was sagte? Okay, jetzt repariere ich hier drin erstmal. So ein Mist. Irgendwie hat sie das... Sie steht, glaube ich, nicht auf mich. Irgendwie habe ich kein Glück bei ihr. Naja, vielleicht einfach nur als Freundin ansehen. Vielleicht gucke ich dann doch mal nach irgendjemand anderem. Schauen wir mal. Was macht sie jetzt? Sie geht irgendwie oben in mein Zimmer? Nee. Was ist jetzt das? Privatsphäre gestört. Ich glaube, Luna wollte ins Bad kommen. Aber die war doch noch gar nicht im Bad. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, Kenners. Mit Lena plaudern würde ich gerne. Naja, gut. So. Okay, so, jetzt mache ich nochmal... Ich fange nochmal ein klassisches Gemälde an. Und, geh nochmal zu Yuki. Yuki müsste... Ja, hätte eigentlich jetzt mal endlich hier fertig werden sollen. Und Candy, die ist... Die schläft auf jeden Fall noch. So, Yuki, jetzt mach mal hin, ne? Verwenden, Teile plündern, aufwischen und wegwerfen. Die Arme. Und, dann nimm dir noch irgendwas aus dem Kühlschrank. Sowas zum Beispiel. So, während ich dann nochmal zu Tanja gehe. So, das hat sie jetzt echt abgeschlossen. Das kannst du jetzt auch. Dann räumen das mal weg. Verdorbenes Essen aussortieren. Und, irgendwas haben wir auf jeden Fall noch, das doch gut ist. Ja. So, das räumt jetzt weg. Und jetzt gehen wir zum Kühlschrank. Räume, ich weiß gar nicht, was aus. Okay. Hä? Ich gehe nochmal rein. Ich weiß jetzt nicht, was sie ausgeräumt hat. Einen Tag, 5 Stunden. Dann nimm da mal was. Und danach kannst du dann schlafen gehen. Gott im Himmel. Ich muss mit ihr echt noch angeln gehen. Ne? So, das mache ich aber erst ein anderes Mal. Jetzt sage ich erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde.
Und hier die zwei. Was ist das, um Himmels Willen, was ihr da macht? In der Legacy Challenge haben die das auch gemacht. Ist es ihnen zu heiß, zu kalt, zu scharf? Was auch immer. Eigentlich ist es eine ausgezeichnete Qualität. Allerdings hat es auch Alina gemacht. Das hat aber Tanja gemacht. Keine Ahnung. Ich sage jetzt auf jeden Fall ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde. Lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Eure Sagi Night Owl. Ciao, ciao.